Hi und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir gemeinsam die Batterie von eurem leeren Autoschlüssel bzw. der Schlüsselkarte wechseln. Ich zeige euch die Vorgehensweise an meiner leeren Renault Clio Keycard. Also viel Spaß, lasst uns loslegen. Im ersten Schritt schnappt ihr euch die leere Schlüsselkarte, dreht diese etwas auf die Seite und findet am Rand hier diesen kleinen Knopf. Drückt ihr diesen ein, lässt sich am Kopfende der mechanische Autoschlüssel seitlich aus der Karte lösen. Ist das erledigt, ist der Zugang zur Batterie frei. Hier am Ende dieser kleinen runden Batterieabdeckung befindet sich eine Kerbe, hebelt diese mit einem Schraubendreher oder dem Autoschlüssel auf. Sie ist nur aufgesteckt, daher sollte es mit einem kleinen Ruck direkt funktionieren. Nun haben wir also den Räuber freigelegt und tauschen die Batterie. Diese CR2032 Knopfzelle liegt mit dem Pluspol und der Schrift nach oben in der Schlüsselkarte und kann seitlich mit etwas Fingerspitzengefühl rausgedrückt werden. Arbeitet an dieser Stelle bitte nicht mit einem Schraubendreher, falls ihr abrutscht, könnten die Kontakte beschädigt werden. Ist das Batteriefach nun leer, kommt die neue Knopfzelle zum Einsatz. Schaut hier gerne mal in der Infobox nach diesem extrem coolen Knopfzellenset. Es ist halt deutlich günstiger als der stetige Einzelkauf und ihr habt direkt alle Größen für Uhren, Autoschlüssel und so weiter zur Hand. Setzt nun die neue CR2032 Batterie auf dem gleichen Weg in die Kontakte und achtet erneut darauf, dass die Schrift und der Pluspol nach oben zeigen. Und schon habt ihr erfolgreich eure Autoschlüsselbatterie gewechselt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Drückt im nächsten Schritt den Deckel vom Batteriefach von oben wieder auf, bis es einmal deutlich klackt und steckt den Autoschlüssel seitlich in die Karte. Und ihr müsst nun auch nichts einlesen oder aktualisieren. Der Schlüssel sollte direkt funktionieren und falls euer Wagen im Display noch anzeigen sollte, dass die Batterie der Schlüsselkarte weiterhin schwach ist, dann schiebt den Schlüssel einmal in das vorgesehene Fach, fahrt eine Runde und danach sollte er sich direkt aktualisieren. Also, besten Dank fürs Dabeisein, folgt mir gerne für weitere Tricks und schaut euch im Anschluss unbedingt mal mein neues E-Bike an. Das Ding fährt auf Knopfdruck bis zu 50 km/h und ist vergleichsweise sogar echt bezahlbar. Also, macht's gut, ciao, euer Marco.